Der Herr Dittli tut natürlich auch so, wie wenn wir gar keinen Handlungsbedarf hätten. Oder? Aber das möchte ich jetzt wirklich bestreiten. Wir haben jetzt mit der jetzigen Situation tun wir eigentlich ganz viel Potenzial von Eltern, die eigentlich gerne im Arbeitsmarkt wären, verschwenden. Wir wissen, dass zum Beispiel Frauen zwischen 20 und 40 halt unter einem, sage jetzt mal, Generalverdacht stehen, auszufallen oder reduziert nachher zu sein. Das hat riesige Auswirkungen auf ihre Berufsbiografie. Es ist nicht, kommt nicht von ungefähr, dass wir in der Schweiz nur irgendwie 15% Führungskräfte haben, die Frauen sind. Und bei den Männern ist es die Situation, dass sie zwar älter werden können, aber das darf keine Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt. Und die Folge von dem ist, dass Frauen ein Viertel steigt aus nach dem ersten Kind, 40% steigen aus nach dem zweiten Kind. Und wenn man sie fragt, dann sagen sie, der Grossteil sagt, sie würden eigentlich gerne ein grösseres Pensum arbeiten, als sie jetzt noch machen können. Und das ist eine verpasste Chance, das können wir uns nicht leisten. Und in das müssen wir investieren. Wir können es deswegen nicht leisten, weil wir wissen, und das sind ökonomische Fakten, dass wir einfach bis 2030 riesen Arbeitskräftemängel werden haben und jedes Potenzial müssen aufkehren, das es irgendwo noch gibt.